So, dann habe ich eine. Und muss ja, da können wir jetzt gleich zusammen recherchieren, ob sich das jetzt im Wohlgefallen aufgelöst hat. Ein Nutzer ist draufgekommen, dass seine Waschmaschine Das habe ich auch irgendwo gelesen. 3,57 Gigabyte an Daten hoch und 96 Megabyte overgeladen hat. Das ist Bis zum praktisch. 16. Januar, also bis vor knapp einer Was? Woche, war die Ursache noch unklar. Weißt du, warum das die Waschmaschine gemacht hat? Ich gebe dir die Antwort drauf. Die hat die einzelnen Socken weggetan. Na, die hat diese Daten hochgeladen, um sie zu reinigen, und dann seien sie sauber mit 96 Megabytes wieder runtergekommen. Ah, Ah, so, das ist, die hat das gereinigt LG einfach. hat quasi Ja, die Daten ge Daten. gezippt, komprimiert. Sie haben es einfach sauber Sauber gemacht. gemacht, okay. Also, du siehst, was man alles erreichen Jetzt kann. muss ich schauen, es ist im Artikel. Im Artikel ist auch kein Update mehr dazu. Es hat zwischendrin einmal ein Update gegeben, dass jemand gedacht, dass man dem Nutzer da vorgeworfen hat, dass sein Asus-Router möglicherweise, weil er auch an seinen Hint geliefert hat, dass der Asus-Router da die Erfassung des Traffics nicht korrekt gemacht hat, aber das hat er widerrufen und er hat das nachher noch einmal im Detail durchgetestet. Also von dem her ist es schon so, dass es wahrscheinlich so ist. Es ist aber trotzdem immer noch unklar und ich habe heute noch geschaut und nichts dazu gefunden. Nein, gestern nichts dazu gefunden. Deswegen wollte ich jetzt heute schauen, ob sich da schon was getan hat. Aber möglich, es hat dort da dazu noch keine Äußerung dazu gegeben. Ein Nutzer hat angemerkt, dass es möglicherweise Diagnosedaten sind, aber 3,6 GB an Diagnosedaten von einer Waschmaschine finde ich schon ein bisschen hart. Selbst wenn es einen Fehler wirft und der die ganze Zeit versucht, die Daten immer wieder zu schicken und immer wieder zu schicken und immer wieder zu schicken und immer wieder zu schicken. Es wäre ein bisschen viel, weil ich glaube nicht einmal, dass das Betriebssystem der Waschmaschine insgesamt so viel Gigabyte hat. Ja. Und eine andere Ursache, die möglicherweise sein könnte und die dann für LG nicht so gut ausschauen könnte, ist, dass die Waschmaschine in einem Internet of Things Botnetz mittlerweile drinnen ist und einfach brav als böser Bot arbeitet und Malware verbreitet. Ja, das steht da weiter unten. Da ist G war nicht das erste Mal, dass sie da nachpatchen müssen. Ja, also. Ja, Leute, dürft ein paar Waschmaschinen nur ins Internet, wenn euer Leben davon abhängt. Und sonst nicht. Es ist, ehrlich gesagt, das ist, ich meine, ich habe zum Beispiel, ich habe ja etwas, das habe ich zu Testzwecken einmal gemacht. Ich habe eine Philips Sonic Care Zahnbürste. Mit WLAN. Nein, du die hat Bluetooth. Du kannst sie über die App mit Updates versorgen. Warum? Das ist es. Das ist, wenn ich dann die, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das ist, Warum brauche ich ich ein frage Update für meine elektrische Zahnbürste? Ich habe auch Sonicare, aber ich die frag mich hat nicht, kein warum Bluetooth, die das glaube. kann. Ich habe das gemacht, dann ist sogar ein Update runtergeladen worden, dann war das auf der Zahnbürste drauf, ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich habe das dann danach wieder deinstalliert, meinen Account gelöscht und das war's. Also, ich wollte nur wissen, was passiert da jetzt. Ich habe gewusst, es wird nichts passieren und das ist genau das passiert. Also ich verstehe schon den Anspruch, dass man gerne ein paar so. Bei einer Zahnbürste verstehe ich es nicht. Aber bei einer Waschmaschine, dass man gern so eine Luxusfunktionen zum Beispiel hat, wie zum Beispiel, man ist im Büro und weiß, man fährt in einer Stunde, man hat die Wäsche schon in die Maschine getan, man will sie jetzt starten, damit sie fertig ist, wenn du heimkommst, damit du die Wäsche gleich aufhängen kannst, damit da nicht zu viel verknittert oder was auch immer. Aber das darf doch Na, bitte nicht der einzige Grund sein, der Waschmaschine Zugang zum Internet zu erlauben. weißt du, was ich bei den Dingen nicht verstehe? Gell? Die Dinger werden mittlerweile so komplex
Aber was die nach wie vor nicht können, zum Beispiel, ich wasche ganz gerne mal meine antiallergenen Kopfpolster, auf die ich schlafe. Und jetzt sind die halt, der eine Polster ist relativ groß, das ist so ein Rechteck und der kann halt relativ viel Wasser aufsaugen, natürlich. Natürlich. Jetzt ist halt relativ blöd, wenn du den schleudern willst, weil der relativ schwer am Anfang ist. Genau. Das heißt, da merkst du da, dass die Waschmaschine das Problem hat und die Waschtrommel halt gegen die Seiten schlägt. Genau. Das heißt, bei zu hohe Drehzahlen. Aber was ich nicht machen kann, das kann nach wie vor keine Waschmaschine, dass ich zuerst einmal einstelle, schleudere einmal bitte eine Minute mit 100 Touren, dann gehe auf 200 auf für Genau. eine Minute. So, das geht Das nicht, schaffen sie nicht. aber jeder andere Schaß Geht. geht. Ja, warum geht sowas nicht? Die Waschmaschine hat, die haben ja eine Unwuchtkontrolle und eine Ja, richtig. Unwuchterkennung. Die schalten ja zum Beispiel einen Alarm, wenn die schalten ja aus, wenn es Unwucht ist. Warum schaffen die das nicht, wenn sie jetzt merken, oh, ich habe jetzt gerade einen Waschgang gehabt, ich habe jetzt gerade Wasser abgepumpt, es ist nicht so viel Wasser runterkommen, wie ich eigentlich reingepumpt habe. Ergo, die Wäsche muss noch sehr, sehr nass sein. Na, Das ist ja ganz eine normale Einnahmen-Ausgaben-Rechnung. ich erwarte hinterher, weil das ist so kann ich jetzt. Ich möchte einfach nur über meine App oder irgendwas einstellen können. Bitte schleuder jetzt eine Minute. Da könnten Sie ja so eine Linie machen. Eine Minute mit 100, Brauchst du dann keine App, 30 Sekunden. das soll man ja einfach nur schonender Schleudergang von 0 auf 1000. Das Das wäre ein eigener Knopf zum Beispiel. wär zum Beispiel auch voll okay. Super, Warum gibt es wunderbar. sowas nicht? Na, es ist unmöglich, vergiss es. Nur Grafel kommt da Ah, rein. ja, unter Das Botnetz. Na, ich. ja, das es Da, ist da, da haben wir das gleiche Problem wie bei den E-Autos. Es ist aber wieder das das zumindest so vollkommene gleiche Problem. eins muss ich da zumindest sagen, die Zahnbürste von Philips macht es zumindest so gescheit, dass ich mich zuerst mit der App verbinden muss und dann über mein Smartphone das Update an die Zahnbürste drüber Ja, gespielt ja. wird. Und das wäre bei der Waschmaschine auch zehnmal gescheiter. Zum Beispiel. Weil dann ist zumindest, weil beim Smartphone kann ich davon ausgehen, okay, da sind ein paar Updates und das ist halt insgesamt leichter zu warten als jetzt jedes Waschmaschinenmodell von LG. Und für jeden Dreck brauchst du dann einen Account. Da brauchst du einen LG-Account für die Waschmaschine, einen Miele-Account für den Miele-Geschirrspüler, einen Samsung-Account für die Samsung-Mikrowelle, einen Bosch-Account fürs Bosch-Backrohr mit der Bosch-Herdplatte. Ja, du hast halt nur Du mal brauchst einen Apps. Sonic, einen Philips Sonicare-Account für die Philips Vielleicht. Sonicare. Was kommt als nächstes? Für ein Buttplug-Account bei Orion.at? Keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es das eh für die Sexspielzeuge, dass man auch noch irgendwelche Accounts und Apps Das braucht. haben wir ja eh schon Ich mal glaube, in der das haben wir mal Sendung gehabt. gehabt. Ja, stimmt. Also da war ja irgendwas, dass die quasi fremdgesteuert worden sein. Stimmt, ja. Also von der, also, das ist eh schon leimer Wurscht. Es Also, ist unglaublich. das ist so, ja, na, das wird noch, das nimmt ganz tolle Züge an. Ja, das ist echt ein Spaß. Also, du hast da Hardware daheim und prinzipiell kannst du davon ausgehen, okay, deine Mikrowelle macht nicht nur dein Du, Essen warm, sondern ist auch noch innerhalb eines Botnets es, und tut ich, ich Bitcoin nenne, minen. ja, ich meine, gut, die Waschmaschine wird zu wenig Leistung dafür haben, aber theoretisch ja, wäre es Ja. möglich. Nein, es war ja noch besser. Ich habe jetzt einmal daheim einen alten Fernseher, weil der ist halt umgestanden und der hat halt einen Ethernet-Anschluss gehabt, den hast du ans Internet dann anstecken können. Dann hat er ein Software-Update machen wollen, das habe ich ja gesagt, ja, mach. Danach war das ein Ziegelstein. Was? Das Update hat den hingemacht. Das Update hat den danach zu einem Ziegelstein gemacht. Weil der war dann in einer Dauerloop, in einer Dauerbootschleife drin. Wow. Das Lass mir heißt, raten, LG.
Nein, war Samsung in dem Fall. Oh. Ich meine, er war aber 10 Jahre alt, gell? Das sage ich jetzt auch Ich dazu, habe weil das das einen sowas. 10 Jahre alten 4K-Fernseher von Samsung. Ja, 10 Jahre wird er nicht. Na, 10 Jahre? 8 Jahre. Ja, 8 Jahre wird er jetzt sein. Und der hängt aus gutem Grund nicht im Internet. Nein, weil ich habe da zum Beispiel über Samsung Monitore darf ich nichts sagen. Ich habe da vor mir in Wien einen Monitor stehen, an LED. Der Samsung, der ist ohne Witz, ich glaube, der ist über 15 Jahre alt. Der hat Full HD-Auflösung. Also, Paneele können sie ja. Das das ist, also, Samsung-Paneele und und, LG-Paneele sind in allen Fernsehern auf der Welt verbaut. und was ich sagen muss, der hat einen riesengroßen Vorteil, dieser Monitor, weil das Netzteil extern ist. Das heißt, der erzeugt innen drin fast keine Wärme. Ah, okay, ja. Ja, okay. Deshalb haltet der auch so lang. Also, ich wäre traurig, Ah, wenn der okay. irgendwann den Geist Ja, aufgibt. verstehe, was du meinst, ja. Also, ich wäre echt traurig, wenn der irgendwann den Geist aufgibt, aber sagen wir so, der war sein Geld mehr als wert. Ja, also da der Samsung-Monitor, also mein alter Samsung-Monitor, der müsste jetzt auch schon um die 10 Jahre alt sein. Der, den da meine Frau am Schreibtisch stehen hat, der hat da externes Netzteil. Meine zwei AOC, die haben beide ein internes, Leider, wobei der mittlerweile auch schon 8 Jahre alt ist. Also. ja, leider muss ich sagen, bauen sie ja mittlerweile keine externen Netzteile. Es ist ja alles immer intern. Okay. Ja. Weil es ist schade, ich meine, klar, es schaut natürlich schöner aus, braucht man nicht reden. Aber ja, es hat schon Vorteile. Ja. Okay, ich bin he. Aber Samsung kann ich echt so, was so Fernseher, also ich meine, Menüführung. OS, ja, okay, darüber kann man streiten bei den neuen. Ja, klar. Ich meine, Fernseher haben generell ein furchtbares Menü und ein furchtbares Operating System, Ja. aber ja, das ist halt so. Aber sonst darf ich nichts sagen über Monitore. Aber bei diesen ganzen Gerätschaften, ja, ich muss da auch sagen, also wenn ihr mal schon so die ganzen Funktionen mit Internet, Apps etc. anbietet, dann gibt es mir aber auch wenigstens coole Funktionen. Weil was bringt mir das, dass der im Internet hängt? Und es passiert eigentlich nichts, außer dass der im Internet hängt. Ja. Weil was soll ich tun? Ich meine, nebenbei, was du angesprochen hast, dieses Szenario mit du bist nicht daheim, Waschmaschine einschalten, das ist ja so ein, das ist ja so ein Risiko, weil theoretisch, da wird er ja, wenn sagen wir da die Waschmaschine jetzt, wenn dir die Wohnung unter Wasser setzt, hättest du ja theoretisch ein Haftungsproblem. Zum Beispiel, ja. Weil du warst nicht daheim, offiziell, wie du die eingeschalten hast. Wobei die Aquastop-Geschichte eh mechanische ist und Ja, eh, wenn er nicht drin prinzipiell ist, ja. sollte es ja unabhängig davon Ja, du, funktionieren. so, nehmen wir ein anderes Beispiel. Sagen wir, die hängt am Internet, jemand hackt sich in deine Und die Waschmaschine, holt das sich die sagt, ganze Zeit Wasser, bis sie übergeht. zum Beispiel, Ja. ja, ist was weiß ich, ist ja dann alles möglich. Genau, das ist auch so Sache, die es sein könnte. Er kann die Tür öffnen, also zumindest entriegeln, die Waschmaschine voll machen und das suppt er dann die ganze Zeit das Wasser raus. Ja, oder was weiß ich, oder er sagt, er lässt da die Schleuderfunktion so hoch auf wie dran, dass die Waschmaschine da reißt. Zum Beispiel. Oder Schlo Also ja, theoretisch. natürlich, ja, stimmt. Und nichts für ungut, aber alte Waschmaschinen, die nicht im Internet hängen, haben auch die Möglichkeit, eine Zeitvorwahl zu machen, sodass du in der Früh beim Richtig. Verlassen des Hauses ja schon feststellen kannst, bitte fang in 9 Stunden mit Waschen an. Das geht theoretisch Ja, auch, ja. und Also, damit es danach nicht verknittert, gibt es die Funktion Knitterschutz auch. die gibt's auch, Ja, ja. also man muss nicht alles neu Vor allem, erfinden und mit Technik erschlagen. ich bin auch der Meinung, ich kann die Waschmaschine im Regelfall einschalten, wenn ich daheim bin. Also, ich habe jetzt nie, ich glaube nicht, dass eine Waschmaschine in dem Moment, wo sie fertig ist, innerhalb von 5 Sekunden ausgeräumt werden Und ich muss. glaube, wenn jemand noch einen Arbeitstag heimkommt, hat er jetzt nicht unbedingt den Need, jetzt da die Waschmaschine auszuräumen und die Wäsche aufzuhängen. Ich halt nicht. Das hat. Das ist nicht Es hat. mein erster Gedanke, wenn ich heimkomme.
Ich meine, ich bin sehr oft fasziniert von so Waschmaschinen, wie einfach die an so gewisse Dinge machen. Also das fasziniert mich schon. Aber wenn ich mir denke, du müsstest das jetzt alles von Hand waschen, das wäre furchtbar. Aber sonst ist mir das ehrlich gesagt ist auch nicht mein erster Gedanke, oh ja, Waschmaschine einschalten. Ja.